Issam Much schreibt, ich sag immer noch 4 Bros statt 4 Bro. Ich küsse dein Herz, Brudi, sag was du willst, sag 4 Crow, 4 Stow, es ist egal. Hauptsache du bist ein Bre von uns, ich küsse dein Herz. Ich hab fast selber geweint. Ben S. schreibt, wer trinkt schon 4 Bro, da trink ich lieber Wasser, lol. Okay Ben, dann trink du weiter Wasser und wir trinken weiter geile Sachen. Ghost schreibt, Digga, ihr macht so viel Cash und kauft nicht mal vernünftige Bikros. Was laberst du, Bro? Eigentlich haben wir doch voll die vernünftige Sounds hier, so voll Quatschgeräte. Der Nico schreibt, ihr macht ein auf Möchtegern Red Bull. Brudi, warum sollen wir auf Red Bull machen, wenn wir 4 Bro sind? 4 Bro Legend, also chill mit du. Zu dem Prank-Video mit Pietro schreibt Amazing Fly Area, sitzt ein anderer im Auto, andere Cap, Farbe und der Chef sieht das nicht? Wow, was ein Monster-Fake-Prank. Ich habe den Kommentar gelesen und dachte mir so, schwierig, weil es war nicht Pietro auf dem Fahrersitz, sondern sein Kumpel. Edgar schreibt, das ist ja alles gefaked, da sind ja überall Cuts drin. Gefaked? Auf keinen Fall, mein Freund. Matthias H. schreibt, eure Broji-Balls schmecken nach Pappe. Mein Bester, ich muss dir auf jeden Fall sagen, ich bin auf 4 Bro damals aufmerksam geworden durch die Sujuk Broji Balls und die haben richtig reingeschmettert. Ich kann dir aber sagen, wir haben eine neue Rezeptur, eine verbesserte Rezeptur. Das wirst du auf jeden Fall bei dem Pizza und den Sweet Corn Broji Balls schmecken. Check die mal aus und überzeug dich selbst. Jam Eidemme schreibt, Bubblegum schmeckt künstlich. Was, Bruder? Ja, Bro, wie soll es sonst schmecken? Kommt Bubblegum vom Bäumen oder wie soll's? Check ich nicht. Bianca K. schreibt, was das? In euren Produkten ist unnormal viel Zucker. Bleiben wir mal bei der Realität. Natürlich ist in Eistee immer Zucker drin, aber wenn man uns mit anderen Marken vergleicht, haben wir deutlich weniger. Jesse-LP415 sagt, 4 Bro, ist das nicht frauenfeindlich? Hä? Nein, ist es überhaupt nicht, weil falls du das mal mitgekriegt haben solltest, nennen sich auch Mädels untereinander Bro, Bruder, Alter. Nur weil in unserem Namen das Wort Bro vorhanden ist, schließen wir nicht unsere Sis aus. Das ist natürlich ein Universalwort. Das gilt sowohl für Jungs als auch für Mädels. Lisa K. schreibt, wer ist dieser Neue? Der guckt immer so ernst. Meinst du mich? Ich bin ja der Praktikant. Micha.p schreibt, wieso verschenkt ihr keine Bro-Points? Ihr habt doch genug davon. Ich küsse dein Herz, wenn wir jeden verschenken würden, dann hätten wir selber keine mehr. Und das soll euch ja auch Spaß machen. Ihr sollt ja so ein bisschen sammeln, ein bisschen rubbeln. Sammelt Bro-Points, ihr könnt an krassen Events teilnehmen. Ich küsse euer Herz. Das ist Max, hier ist Thorsten, oben Cristiano Ronaldo. Peace.